Hier ist das wohl bekannteste Geschwisterpaar, Zwillingspaar vielleicht weltweit im Volleyball, in Deutschland auf jeden Fall. Sie sind aktueller deutscher Meister und die Jungs haben richtig gerockt letztes Jahr. Herzlich willkommen hier bei Paul ruft an, David und Bennett Podiwatz. Moin Paul. Moin. Moin Männer. Ich erwische euch irgendwo zu Hause in Osnabrück, so wie es aussieht. Jo, in meinem Schlafzimmer hast du mich erwischt oder uns. Ja. Seht ihr mal, absolut private und intime Einblicke hier bei den Ponywatz-Zwillingen. Ihr wohnt zusammen, richtig? Nein, wir wohnen auf derselben Etage. Ah. Wir versuchen uns langsam auseinanderzuleben, so ein bisschen. Und wer hat den deutschen Meisterpott bekommen? Ja, der ist irgendwie bei mir gelandet. Ich habe mehr Platz in der Wohnung. Am Anfang hieß das noch, ja, wir wechseln alle Woche, alle zwei Wochen. Aber ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, tatsächlich. Okay, wir wollen ein bisschen mehr über euch beide erfahren. Die erste Frage ist da, was braucht ihr denn morgens, um auf Ponywatzfahrt zu kommen? Ponywatzfahrt, da helfen nur 8 Kaffee. Ich bin wirklich ein bisschen kaffeesüchtig, was das angeht. Okay, und es hält sich ja dieses Gerücht, dass ihr morgens so eine 10er-Karton rohe Eier verspeist. Ist das richtig? Ja, schon. Also wir essen relativ viel Eier. Es waren auch schon mal mehr. Wir haben bestimmt schon mal, weiß ich nicht, über eine Packung Eier am Tag gegessen. Aber der Rekord ist 23 Eier zum Frühstück. Das muss Nein. ich nicht mal anmerken. Aber zusammen. Ja, zusammen. Die mussten weg. Und roh oder nee, ihr backt die schon? Ja, Rührei, Omelette, okay. Spiegelei, wir essen alles. Ja, und habt ihr schon mal Roheier getrunken? Nee. Da tatsächlich Alter, noch nicht. Nee, irgendwo ist die Grenze. Ist auch so eklig. Also, aber ich hätte es euch zugetraut. Also so ist es. Ja. Okay, wir machen weiter. Wenn ihr jetzt mal nach Hause kommt, ihr seid ja noch in Heimatnähe und habt ja auch ein sehr gutes Verhältnis zu euren Eltern, zumindest habe ich sie immer wieder am Court gesehen. Wenn es dann nach Hause geht und ihr sagt so, Mensch, jetzt Lieblingsessen auf dem Tisch, was wird da gekocht? Eier. Ey, das kann ich dir gar nicht mehr so sagen. Hey, was gab es denn die letzten Wochen immer so Geiles? Boah, wir haben viel gegrillt, Fleisch, mal so ein geiles Stück Lachs. Ja, Lachs. Ja, so geil Lachs auf dem Grill, das war mal richtig geil. Ja. Das ist ja das Geile. Ich arbeite ja bei meinem Papa und ich esse dann zu Hause und es wird nur noch das gekocht, was ich möchte. Papa hat nicht mehr so viel zu melden. Stimmt, das Mal zu Hause essen fällt dann weg, eigentlich jeden Tag. Ja, ist ja praktisch. Und läuft ja anscheinend bei euch. Ja, läuft. Ja. Was ich mich schon wirklich immer gefragt habe, ihr seid ja wirklich zwei besondere Kerle. Ja? Was wolltet ihr denn früher werden, so Kindheitstraum? Ohne Scheiß, wir wussten nie, was wir werden wollten. Also früher wollte ich immer im Galabau arbeiten, das weiß ich noch, irgendwas Handwerkliches, aber das, jetzt sitze ich im Schreibtisch. Naja, Beachvolleyball ist ja ein bisschen handwerklich. Oh. Also, ihr seid deutscher Meister, also seid ihr ja wohl auch Beachvolleyball-Profis. Das ist ja der Traum. Aber bei euch hätte ich so gedacht, also ich wollte Ritter werden, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich finde so, ihr beiden mit einer Streitaxt, das hätte euch gut gestanden. Schon eigentlich, oder? Aber ja so Herr der Ringe-like. Oder Feuerwehrmann oder so. Oh ja, das ist geil. Feuerwehrmann ist Hammer. Ja. Da kommt man auch immer bei den Frauen gut an, oder? Dann Schlauch oder was? Der Hydrant ist voll. Wenn ihr den anderen beschreiben müsstet, also so eine ganz komische Angewohnheit vom anderen, was würdet ihr denn gegenseitig voneinander sagen? Fang mal an. Also eine. Komische Angewohnheit. Komische Angewohnheit. Komische Angewohnheit. Oder was? Komisch. Kann ich die Frage auch zu mir selber beantworten? ich lasse meine Sachen immer überall stehen. Das ist, glaube ich, das ist vielleicht keine Ungewohnheit, das ist aber eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit. Okay. Sehr schlecht. Stimmt, ich bin da tatsächlich komplett anders. Ich bin immer ziemlich ordentlich. David ist mehr so der Waldmensch, der wohnt bei meinen Eltern im Garten, der macht immer die Blumen, mäht den Rasen. Stimmt, ich hab einen grünen Daumen, aber das macht mir Spaß, keine Ahnung. Das ist irgendwie. Könntest du mal bei mir vorbeikommen? Ich habe jetzt das erste Mal Gras gesät und ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Den habe ich mir schon reserviert. Wir bauen ja jetzt Franka und ich und der kann dann den Rasen anlegen. Sehr gut, wird der Gärtner. Ja, ich sag doch Galabau. Ach, genau, schlechte Angewohnheit von Bennett, bei so Sachen, wo man helfen muss, ist er eigentlich nie da.
Gestern hatten wir einen Umzug und Benin kam irgendwie geistig erst dann dazu, als schon alles vorbei war. Weil es Bier gab. Das ist keine schlechte Angewohnheit, das ist Talent. Talent, die da zu sein, wo man die braucht. Ich habe euch ehrlich gesagt selten schlecht gelaunt erlebt, auf dem Feld schon mal. Letztes Jahr gab es keinen Grund, um schlecht gelaunt zu sein, aber davor in den Jahren hin und wieder ja schon mal. Aber wenn ihr mal aufsteht und wirklich schlecht gelaunt seid, welche Strategie habt ihr entwickelt, um das möglichst schnell abzuschütteln? Also zu mir, ich ziehe mir mal ein paar Dragon Ball Videos rein. Ey, das läuft wie geschnitten Brot. Und das ist ja wirklich kein Scherz, ne? Also wir sind da wirklich Hardcore-Fans. Und dann hörst du dir so ein paar geile Videos und dann läuft der Laden wieder, ey. Also gilt auch für dich. Ja, schon klar. Ja, schon. Also macht schon Bock. Oder ein paar The Walk-Videos auf YouTube. Das sind auch immer ganz lustig. Ja, ihr Lieben zu Hause, ihr seht, es gibt durchaus besondere Bewältigungsstrategien im Hause Ponywatz, um die schlechte Laune abzuschütteln. Vielleicht könnt ihr das ja auch mal ausprobieren. Ich schicke liebe Grüße zu den aktuellen deutschen Meistern. Das kann man sich ja immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Kannst du es nochmal sagen? Bitte? Kannst du es nochmal sagen? Sehr gerne. Ich schicke Grüße zu den aktuellen deutschen Meistern. Ja? Der absolute Wahnsinn. Grüße gehen raus an Ponywatz Quadrat. Vielen Dank für eure Zeit, Jungs. Bleibt gesund und haut rein. Ciao. Danke, Paul. Ciao.